Ja, Andreas Dresen, herzlich willkommen im Kino. Herrlich, war so lange nicht mehr im Kino. Und dann schließe ich gleich an, dass Andreas Dresen den Theodor-Heuss-Preis bekam, wozu wir ihm ganz herzlich gratulieren. Heuss ist in dem Jahr gestorben, unser ehemaliger Bundespräsident vor 100 Jahren. Der ist in dem Jahr gestorben, 1963, in dem du geboren wurdest. Und er hat den Satz gesagt, vergessen ist Gnade und Gefahr. Und ich glaube, das hat sehr viel mit deinen Filmen zu tun, gerade auch mit Gundermann. Das ist natürlich auf der einen Seite, die Menschen vergessen müssen, sonst kommt man nicht durchs Leben, wenn sich alles, was sich anlagert an Erfahrungen, sozusagen bliebe. Ich glaube, da wird man dran kaputt gehen. Aber es darf ja nicht dazu führen, dass man Dinge vergisst, die mit eigener Schuld zu tun haben, die mit dem zu tun haben, was man eigentlich lehren sollte, den Kindern oder wem auch immer, was man vielleicht nicht machen sollte. Und es ist natürlich auch eine Gefahr, dass man, wenn man schon ehrlich ist, nicht anerkannt wird und Schwierigkeiten hat. Siehe Gundermann. Dieser Satz, vergessen ist Gefahr und ist auch Gnade. Hat es was mit dem Film zu tun, wie ich es eben beschrieben habe? Ich würde schon sagen, ja, also weil die Gnade bedeutet natürlich, dass man in gewisser Weise ganz gerne irgendwie Dinge abschließen möchte. Da hat glaube ich, jeder Mensch ein Bedürfnis danach, eine Klappe irgendwie zuzumachen zur Vergangenheit und zu sagen, so, wir gucken jetzt einfach mal nach vorne. Also, und auf der anderen Seite ist es natürlich eine Gefahr, wenn man vergisst, weil es wiederum bedeuten kann, dass man nichts daraus lernt, aus dem, was da mal gewesen ist. Und insofern geht es um eine Balance und mir ist ganz speziell, als Gundermann rauskam, halt wirklich auch sehr aufgefallen, dass das vielleicht gar nicht so gut gewesen wäre, wenn wir nicht 12 Jahre an dem Projekt gearbeitet hätten. Das hat ja ewig gedauert, diesen Film zu machen, ne? Also, und ihn dann auch zu finanzieren. Vielleicht wäre er aber 5-6 Jahre früher eben auch 5-6 Jahre zu früh gewesen, weil die Gesellschaft noch gar nicht bereit war für die Debatte dazu. Ja, also ich will damit sagen, manchmal braucht es auch ein wenig Abstand, um mit einem anderen Blick auf die Vergangenheit zu gucken und sie für die Gegenwart neu zu bewerten. Und das finde ich dann auch durchaus einen interessanten Vorgang, dass das Umgang mit Historie manchmal aus einer gewissen Distanz leichter fällt und ein bisschen mehr Souveränität erlaubt. Um es jetzt konkret zu machen, du sagst, ein anderer Umgang mit Historie. Kann man also sagen, ein anderer Umgang mit DDR-Biografie. Gar nicht so sehr mit DDR als Struktur oder System, sondern eben mit einem anderen Blick auf die Differenziertheit jedes Lebens, egal in welchem System es stattfindet. Das heißt, diese Aufrichtigkeit, anderen zuzuhören, das ist ja ein Satz, glaube ich, Wolfgang Thiers hat das schon 1990 gesagt, wir sollten uns gegenseitig unsere Biografien erzählen. Schön und gut. Künstler machen das ja eigentlich prinzipiell. Sagen lassen sich die Leute nichts, erzählen alles. Das ist ja der große Vorteil der Kunst, auch des Films. Aber dass es so lange gedauert hat und jetzt sich der Zeitgeist geändert hat, ist es also ein neuer Blick auf die DDR. Das ist einer, den ich mir schon immer gewünscht habe und dass Thiers das 1990 gesagt hat, ist ja auch total richtig in der Intention, finde ich. Weil wie sollen wir uns kennenlernen, wenn wir uns nicht anfangen, unsere Geschichten zu erzählen und uns darüber zu verstehen. Aber es hat halt eine ganze Weile gedauert, bis es, glaube ich, wirklich möglich war. Also Anfang der 90er Jahre, da habe ich Stilles Land gedreht, meinen ersten Film. Und also das gab relativ wenig Leute, ehrlich gesagt, die sich in dieser Zeit für so eine Wendegeschichte an einem Provinztheater interessiert haben. Der Film ist einfach untergegangen in dieser Zeit, wo die meisten Leute im Osten damit zu tun hatten, ihr Leben neu zu sortieren. Irgendwie, das betraf ja sämtliche Bereiche. Und im Westen waren, glaube ich, die meisten Menschen in diesen Jahren der Meinung, das hat sowieso nichts mit uns zu tun, geht uns gar nicht an. Ja, wollte keiner sehen. Dann kam die große Komödienwelle, da wurde die DDR so in Form von Skurrilitäten verkauft. So, das war dann das saure Gurkenland und Trabiland und ach, was weiß ich, so, also wo es dann auch, da gab es ja diese schrecklichen Ostshows im Fernsehen auch eine Zeit lang, ne, und so. Also es war so Ende der 90er, da kam ja dann so der von mir sehr geschätzte Sonnenallee, spielt ja auch Alexander mit und Goodbye Lenin. Also das war so diese erste Komödienwelle.
Und das war die Zeit, wo ich mich eigentlich zurückgezogen habe aus Beschäftigung mit DDR, weil ich dachte, okay, es interessiert mich jetzt nicht so. Also meine Intention ging eigentlich immer mehr so in Richtung, was wir dann mit Gundermann versucht haben, eine differenziertere Betrachtung von Charakteren. Aber ich hatte halt das Gefühl, will keiner sehen. So. Und dann hab ich mich ja halt mehr mit der deutschen Gegenwart beschäftigt. Das führte dann zu Filmen wie Nachtgestalten, Polizistin, Halbe Treppe, Sommer vorm Balkon. Ja, also da kommt ja DDR zwar auch vor, aber mehr als Gegenwartsort, so, wo Leute sich sozial positionieren. Ja. Und dann kam das Leben der anderen und der hat bei mir dann doch so einen massiven Ärger ausgelöst, dass ich dann dachte, wir müssen jetzt doch nochmal loslegen. Und dann haben Leila und ich, die wir uns schon oft über Gundermann unterhalten hatten, gesagt, okay, wir probieren das mal, nicht ahnend, was das für ein Weg werden wird. Ja. Was war denn aber letztlich, sozusagen, was war denn der Impuls, dabei zu bleiben? Ich meine, man kann doch nicht bei jedem Stoff, glaube ich, kann 12 Jahre sozusagen ihn immer wieder wie mit so einer Walze ein Stück voranschieben, bis die Straße möglicherweise frei ist. Man hat ja auch immer nur ein bestimmtes Potenzial an Energie, an Kraft, an Zeit, auch an Planung. Also wie gesagt, nicht jeder Film darf 12 Jahre dauern. Bitte nicht. Aber bei dem Film war offensichtlich die innere Energie so groß, dass sie alle Hürden übersprangen. Ja, na, das war natürlich die Liebe zu dem Charakter und zu dem Menschen Gundermann. Also zuallererst mal waren wir ja Fans. So, ich habe ihn persönlich nie kennengelernt, ich habe ihn nur in Konzerten erlebt, so, habe mir die CDs gekauft natürlich, und, aber ich habe die Lieder geliebt, so, und die Poesie und dieses Gefühl, dass dieser Mensch mit beiden Beinen im Schlamm des Tagebaus steht und mit dem Kopf gleichzeitig in den Wolken, ja, durch diese großartigen Texte. Ich halte ihn für einen der wichtigsten Songschreiber und Poeten, die wir im deutschsprachigen Raum haben, tatsächlich. Und also das war natürlich das Erste. Und dann kommt natürlich diese verrückte Biografie dazu, dass da jemand im Tagebau arbeitet und die Landschaft abbaggert und gleichzeitig irgendwie innerlich ein Grüner ist, der dagegen ankämpft in seinen Liedern und überhaupt. Dass gleichzeitig jemand in so einer Riesenmaschine sitzt und die schönste Poesie schreibt, ja, dass jemand leidenschaftlicher Kommunist ist und aus der Partei geschmissen wird in der DDR, obwohl er für die DDR ist, dass jemand für die Stasi spitzelt und dann gleichzeitig bespitzelt wird. Und also all diese ganze Widersprüchlichkeit dieses Charakters, das ist natürlich für uns aufregend gewesen, weil es etwas über die Widersprüchlichkeit von Menschen erzählt, und ich meine damit ganz bewusst nicht nur die DDR, weil ich glaube, Opportunismus und Verrat, das sind nicht Dinge, auf die nur die DDR gepachtet ist, sondern es gibt es auch heute noch ganz genauso. Und wenn man den Film sieht und vielleicht ein Stückchen weit miterleben kann, wie Gundermann sich verstrickt, möge man sich selber befragen, wie hätte ich mich verhalten oder wie habe ich mich verhalten? Ja? Wo ist bei mir vielleicht auch mal die Grenze zum Verrat überschritten? Das passiert, wenn man lebt und sich einmischt, glaube ich. Was mich nochmal interessiert, du hast, als wir träumten, das war ja ein Film über junge Leute, die 1990 in der Wende, kurz davor, vor 1990, so nach dem Brecht-Satz, das Chaos ist vorbei, es war die schönste Zeit, die sozusagen in so eine Anarchie kippen und in dieser Anarchie eben genau eigentlich das erleben, was du eben geschildert hast. Da ist Verrat, da ist Ideal, da ist Aufbruch, da ist Zusammenbruch, da ist Nüchternheit, noch mehr Rausch. Wenn du jetzt an deine eigene Zeit 89, 90 denkst, hast du in deinem Leben eigentlich eine Chance ergreifen können, auch mal so einen Moment der puren Freiheit auszuleben, nicht an Strukturen zu denken, nicht an den Lebensplan zu denken, sondern sozusagen auch mal zu sagen, jetzt ist die Mauer weg, jetzt ist diese dunkle, brodelnde Anarchie möglich, Freiheit, ich muss an nichts mehr denken, ich genieße sie. Ich habe das Gefühl, dass du diesen Moment nicht hattest. Das Gefühl drückt dich nicht. ich bin vielleicht die falsche Generation dafür tatsächlich. Ich war ja, als die
als die Mauer fiel, 26 und drauf und dran das Studium zu beenden. So. Und als wir träumten, erzählt ja ganz deutlich von pubertierenden Heranwachsenden, so, die zum Zeitpunkt des Mauerfalls 14, 15 sind, so auf der Schwelle zum Erwachsenwerden. Ne? Meine Generation, also da spreche ich durchaus auch für viele Freunde, weil wir haben uns darüber oft unterhalten, wir waren da schon zu so einem gewissen, ich würde sagen, Pragmatismus gezwungen. Man stand so auf der Schwelle zum Berufsleben. Ich hätte eigentlich gern mal, das erfüllt mich auch mit einer gewissen Wehmut, weil ich heute so ein bisschen bewundert und auch nicht frei von Neid auf junge Leute schaue, die einfach nach dem Studium oder vielleicht auch davor sagen, ich gehe jetzt mal 2 Jahre nach Australien oder so, keine Ahnung. Was einem ja eine andere Weltsicht eröffnet. Also da muss man jetzt nicht unbedingt ganz praktisch was lernen. Man lernt dort etwas fürs Leben, glaube ich. Und man lernt, man befreit sich selber von einem gewissen provinziellen oder engstirnigen Blick. Ja. Und insofern ist sowas jenseits von Ausbildung einfach wahnsinnig wichtig, glaube ich. Und das, in gewisser Weise hätte ich das eigentlich 1990, 91, als ich mit dem Studium so langsam fertig wurde, machen können. Auf der anderen Seite bot sich mir relativ schnell nach dem Studium die Chance, meinen ersten Film zu drehen. Das war halt Stilles Land. Und im Nachhinein denke ich trotzdem, das war richtig, dass ich diese Chance ergriffen habe, weil das war so das Momentum. Ja, also das Momentum muss man auch wahrnehmen, weil das Buch heißt ja Glücksspiel. Und ein bisschen Glück gehört in meinem Beruf wirklich auch dazu, dass man zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen trifft, die richtige Geschichte bei der Hand hat und dann diese Dinge auch das Licht der Welt erblicken und wahrgenommen werden. So. Und das war halt für meine Generation oder für die Absolventen der Filmhochschule 1991 einfach ein ganz günstiger Moment, weil es tatsächlich Produzenten aus dem ehemaligen Westen gab, die sich für den Nachwuchs an der Babelsberger Schule interessierten. So. Das blieb nicht lange so. Es war ein kurzer Augenblick so. Insofern denke ich, die Weltreise im Nachhinein gefallen so. Aber wahrscheinlich hätte ich dann meinen Beruf jetzt nicht so ausüben können, wie ich das jetzt tue. Also ich glaube, es gibt kein Leben ohne Gewinn und Verlust. So. Das steht bei mir ganz eindeutig auf der Verlustseite. So. Ich hatte allerdings dann später durch meine Arbeit wiederum aufs Schönste die Gelegenheit, die Welt zu bereisen. Ja. Allerdings nicht so, dass ich dort wirklich gelebt hätte. Apropos Reisen, du hast erzählt, und das ist, finde ich, so ein Kuriosum, dass der Gundermann-Film von sehr vielen Fluggesellschaften angekauft wurde. Oder ja, eine Fluggesellschaft verliehen wurde. Gundermann singt ja das traurige Lied von sonst immer lachenden Flugzeug. Ja. Das fand ich dann schon ein bisschen kurios, wenn man dann im Flieger sitzt und hört, wo soll ich landen, wenn der Tank leer ist. Ja. Aber tatsächlich, also der Film ist, wir haben keinen Weltvertrieb für diesen Film gefunden. Also ein Weltvertrieb ist die Firma, die einen Film ins Ausland an ausländische Verleiher oder Fernsehstationen verkauft. Es gab keine Firma, die dazu bereit war, weil alle haben gesagt, es ist zu speziell, zu sehr Osten und so, will keiner sehen. Also der Film hat sich auch sehr schwer ins Ausland verkauft tatsächlich, außer eben an Airlines. Ja. Und da ist er dann doch wieder um die Welt geflogen. Revier. Ja, und wir haben ihn dann tatsächlich auch an Netflix noch verkaufen können, wo er dann auch in gewisser Weise um die Welt reist. Ja, also das ist ja heute sowieso fast der internationalste Verkauf, den man machen kann. Aber ich habe tatsächlich eine Zeit lang, ich wusste das gar nicht, man weiß ja als Regisseur nicht, ich verkaufe ja nicht meinen Film, das macht die Produktionsfirma. Häufig bin ich von den Dingen dann immer ganz überrascht und ich kriegte halt von vielen Freunden und Bekannten dann immer irgendwelche Screenshots von diesen Sitzen, wo der Film irgendwie lief, aus irgendwelchen Flugzeugen. Das fand ich echt skurril. So. Also, und ja, aber ist ja auch schön. Ich hoffe, die Leute sind nicht eingeschlafen auf den Langstreckenflügen. Ja. Andreas, hier steht ein Mikrofon. Möchtest du nicht mal ein Lied singen? Ach Gott. Also es ist ja klar, ich singe was von Gundermann. Meine Gesangskünste sind mäßig, aber ich bin Fan dieser Lieder, deswegen kann ich Ihnen euch das jetzt nicht ersparen. Und das folgende Lied hat Gundi
geschrieben, als er im zarten Alter von 36, heutzutage ist das ganz normal, aber er fand das damals extrem spät, nochmal Vater wurde einer kleinen Tochter, Linda. Du bist in mein Herz gefallen, wie in ein verlassenes Haus, hast die Türen und Fenster weit aufgerissen, das Licht kann rein und raus. Ich hatte doch schon meinen Frieden, aber du bist so eine laute Braut. Du hast mich wieder ausgeschnitten aus meiner dicken Haut. Jetzt kommen die fetten Tage, Linda. Wir haben so lange auf dich gespannt. Ich wusste, wie die Kugel rollt und war nicht mehr interessiert, wenn der Sensenmann mich abgeholt. Ich hätte mich nicht geziert. Meine Pistole war geladen mit dem allerletzten Schuss. Ich hab sie unterm Kirschenbaum vergraben, weil ich doch hier bleiben muss. Jetzt kommen die fetten Tage, Linda. Wir haben so lange auf dich gespannt. Was sollen wir euch sagen, Kinder? Die Alten sind noch mal am Stand. Du bist in mein Herz gefallen, wie in ein verlassenes Haus, hast die Türen und Fenster weit aufgerissen, das Licht kann rein und raus. Ach, ich dachte, ich finde nie mehr Heim ins Weihnachtsland. Vielleicht kannst du mein Lotse sein, halt mich an deiner Hand. Jetzt kommen die fetten Tage, Linda. Wir haben so lange auf dich gespannt. Was sollen wir euch sagen, Kinder? Die Alten sind noch mal am Start. Da, 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 da. Den schönen Satz kreieren lassen, dass der Regisseur tobt und damit ständig kommt irgendjemand und will was und möchte was und beschwert sich und fordert. Und dann sagt der Regisseur, ich glaube, Silvester Roth, ich bin doch hier nicht der Eimer, in den jeder reinscheißt. Und Sie beantworten das aber eigentlich mit ja, man ist der Eimer. Ja. Das ist der Job, würde ich sagen. Er hat da irgendwie den Beruf falsch verstanden. Also ich sehe mich tatsächlich als der Eimer oder als den Eimer. Und das ist ein bisschen, ja, na, man ist ja auch ein bisschen Psychologe, Kindergärtner, muss für alle da sein letztendlich. Und natürlich ist man auch neben der eigentlichen künstlerischen Arbeit derjenige, der die Stimmung an einem Drehort in starkem Maße prägen sollte. So. Und, also ich sehe mich als Ermöglicher der anderen Leuten, die kreativ arbeiten, beispielsweise den Schauspielern den roten Teppich ausrollt und ihnen ermöglicht, so gut wie möglich sich fallen zu lassen, ja, ihre Ängste zu vergessen. Ja. Jeder, der an einen Drehort kommt, ich auch, ist voller Ängste. Ja. Und weil man kann da, das kann sehr peinlich werden, insbesondere für einen Schauspieler, der dann später zu sehen ist, aber für alle anderen auch. Und man spürt einen großen Druck. Es geht immer um viel Geld. Ja, also Filme sind teuer. Wir arbeiten mit ihrem Geld, mit Steuergeldern, mit Subventionen größtenteils so. Das will man auch nicht vergeigen. Da möchte man
verantwortlich mit umgehe. So, und deswegen sind die Ängste groß. So. Und ich sehe meine Arbeit vor allen Dingen darin, dass die Leute das auch vergessen können, dass sie loslassen können, dass sie den Mut haben, sich fallen zu lassen und den Druck ihnen ein Stück weit von den Schultern zu nehmen und zu sagen, komm, wir spielen. Also das ist eine wichtige Sache, einen Film zu drehen, aber es ist auch nicht das Wichtigste der Welt. So, Menschen leben auch ohne Filme. Ja, also ist zwar schade, aber ist so. Und das, wenn man so herangeht, macht es das ein kleines bisschen leichter, ja, weil man sich nicht mehr so wichtig nimmt. Das heißt nicht, dass wir leichtfertig gegenüber unserer Arbeit sind, sondern nur, dass wir uns erlauben, sie frei auszuüben und zu sagen, gut, im schlimmsten Fall wird sich jemand im Kino ärgern oder möglicherweise einschlafen und fluchen. Oder ein Kritiker, Hans-Dieter Schütz, setzt sich dann hin, wetzt die Feder und steigt einen Mörderverriss. Ja? Werde ich nicht machen. Bitte liegen wir nicht. Ja. Nicht mehr, ah ja. jedenfalls, davon geht die Welt nicht unter, will ich damit sagen. Ja, also und dieses Gefühl, den Leuten zu vermitteln, das ist wichtig. Und das, manchmal kann man das machen, indem man einen blöden Witz reißt am Drehort oder ganz bewusst einen Fehler provoziert. Oder, also ich würde zum Beispiel nie zu einem Schauspieler gehen und sagen, pass mal auf, du weißt schon, dass das morgen, die Szene, die wir morgen drehen, ist so ziemlich die wichtigste im ganzen Film. Ne? Also würde ich nie machen. Also das weißt du ja sowieso selber zum einen und zum anderen würde ich es eher unterspielen. Und also an dem Tag, wo die Szene gedreht wurde, erstmal irgendwas anderes machen, ihn versuchen abzulenken. Es gibt vielfältige Methoden, gerade um Schauspieler von diesem Druck zu befreien. Und ich glaube, dass das sehr hilfreich ist für die eigentliche künstlerische Arbeit dann. Und deswegen ist es eben auch eine psychologische Arbeit, in die Augen des anderen zu schauen und zu sagen, was braucht der jetzt? Manchmal muss man auch ein bisschen entschiedener agieren am Drehort. So. Also ich sage zum Beispiel die Kommandos, ich mache die immer selbst. Also macht man häufig einen Aufnahmeleiter. Ich mag das immer nicht, wenn an Drehorten so viel rumgebrüllt wird. Dann geht es eigentlich eher ruhiger zu. So. Aber wenn gedreht wird, ist es eben ein Unterschied, ob ich sage, so bitte Ruhe, wir drehen, Achtung, Ton ab. So, oder ich sage, bitte Ruhe, wir drehen, Ton ab. So. Man baut auf unterschiedlichste Art den Kollegen am Set eine Rampe. So, ne? Und das hängt ganz davon ab, wie die Stimmung am Set gerade ist. So. Manchmal nachmittags, man hat schon 10 Stunden gearbeitet oder so, ist dann vielleicht ein bisschen Energieschub, dann muss ich ein bisschen Red Bull spielen so am Drehort. Und ich merke, die Leute können nicht mehr so. Oder eben genau andersrum, es ist zu viel Aufregung am Set und ich muss es zur Ruhe bringen. So, oder? Dass die Leute sich konzentrieren und sagen, okay, jetzt drehen wir. Also lieber nochmal Luft holen, bevor das Bitte dann kommt. Ja? Und das sind, es gibt noch viele andere Möglichkeiten, aber das ist jetzt so das Einfachste. Ja? Und deswegen ist es Teil des Berufsbildes, würde ich sagen, in gewisser Weise einmal zu sein, also auch, auch die Launen, die natürlich da sind, wegzustecken oder aufzufangen. So. Natürlich lasse ich mir auch nicht alles gefallen, ist ja auch klar. So. Aber im Prinzip ist es schon als meine Arbeit an, in gewisser Weise die Stimmung am Drehort aufzunehmen und dann auch gegebenenfalls zu ändern. Ne? Glaubst du, dass der Alltag aus unseren Filmen verloren geht oder verloren gegangen ist? Du bist ja so jemand, der sozusagen immer das Alltägliche auf die Gefahr hin, dass es sozusagen von einigen apostrophiert wird als langweilig. Alter ist langweilig, Alter interessiert keinen. Du bist ja eigentlich ein Polemiker gegen diese Auffassung. Glaubst du, dass der Alltag immer wieder sozusagen einer Ehrenrettung bedarf im Film? Naja, da stellt sich ja zuallererst mal die Frage, was ist ein Alltag so? Ne? Also, und ich bin halt zum Beispiel der Meinung, man könnte über jeden von ihnen, wie sie hier sitzen, einen spannenden Film machen. Ja, also über jeden. Man müsste sich kennenlernen, man müsste sich ein bisschen miteinander unterhalten. Und es gibt in jedem Leben, glaube ich, Brüche, Fragen, Hoffnungen, die erzählenswert sind. So. Und es kommt halt auf die Perspektive an, die man einnimmt. So. Das,
Man kann vielleicht Schicksale langweilig finden oder nicht so spektakulär, aber dann ist es die Aufgabe des Autoren oder des Regisseurs, das Spannende darin zu entdecken. Und das gibt es, glaube ich, bei jedem Menschen. Und so betrachte ich Alltag. Für mich sind da die erzählenswerten Geschichten verborgen. Und die erzählenswerten Geschichten wiederum, die sind zum Teil dann doch spektakulär. Aber sowas wie halbe Treppe ist dann schon Alltag. Beziehungskatastrophen, ich meine, die kennen wir ja wohl alle so und haben die auf die unterschiedlichste Art erlitten und erfahren. So, und dann muss man halt gucken, dass man in so einer Allerweltsgeschichte zwei befreundete Paare und von denen fangen zwei Leute miteinander ein Verhältnis an, die eben nicht miteinander liiert sind. So, was entdeckt man jetzt darin? Und was macht dann diese Geschichte gerade plötzlich doch zu einer besonderen? Und das ist dann eine Frage, wie man die Menschen anschaut, wie ernsthaft man ihre Konflikte betrachtet, wie ernst man sie auch nimmt. Und ich glaube, dann kann Alltag wirklich sehr spannend sein. Und Kino vergrößert ja sowieso, sag ich mal, schon durch die Größe des Bildes. Aber indem man sozusagen bestimmte Momente aus dem Alltag herausgreift, wird es ja schon zur Erzählung. Kino ist nicht mit der Realität zu verwechseln. Im Kino kann man die Realität nicht sehen, weil die ist durch einen Filter gelaufen. Wir lassen ja etwas weg. Selbst beim Dokumentarfilm. Sie sehen nie, was hinter der Kamera war oder was rechts und links neben der Kamera war. Der Kameramann entscheidet sich ja. Also, und ich entscheide natürlich auch, indem ich vorne und hinten was wegschneide und nur einen Ausschnitt darstelle. Und da beginnt ja schon die Manipulation. Ja, also kein Zuschauer kann selber entscheiden, was er da sehen möchte, sondern er wird geführt und an die Hand genommen. Und das ist halt der entscheidende Unterschied. Deswegen kann man die Realität im Kino nicht sehen. Vielleicht sieht man aber eine Form von Wahrheit. Vielleicht ist sogar noch ein Schritt weiter nicht die Wahrheit das Entscheidende, sondern die Wahrhaftigkeit. Und wir müssen zum Schluss kommen, Andreas, leider. Als wir endlich groß genug waren, nahmen wir unsere Schuhe. Die bemalte Kinderzimmertür fiel hinter uns zu. Vater gab uns seinen Mantel und seinen blauen Hut. Mutter gab uns ihre Tränen und machte uns ein Zuckerbrot. Immer wieder wächst das Gras, wild und hoch und grün, bis die Sensen ohne Hass ihre Kreise ziehen. Immer wieder wächst das Gras, klammert all die Wunden zu, manchmal stark und manchmal blass, so wie ich und du. Als wir endlich alt genug waren, stopften wir sie in den Schrank. Die allzu oft geflickten Flügel und Gott sagte Gott sei Dank. Nachts macht diese Stadt über uns die Luken dicht. Und wer den Kopf zu weit oben hat, der findet seine Ruhe nicht. Immer wieder wächst das Gras, wild und hoch und grün, bis die Sensen ohne Hass ihre Kreise ziehen. Immer wieder wächst das Gras, klammert all die Wunden zu, manchmal stark und manchmal blass.